Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einem Tutorial hier auf Skybounce. Heute werde ich euch zeigen, wie man diesen super krassen Cleanstone Generator hier auf Skybounce baut. Ihr seht hier, so funktioniert der, man baut etwas ab. Es droppen Erze, Runen, man kann hier an den Seiten Ore-Seeds platzieren. Hier unten sind Trichter, die das Ganze aufsammeln und in meinem Fall hier nach unten leiten und man die ganzen Sachen dann hier eingelagert bekommt. Und ich werde euch heute zeigen, wie dieses System hier funktioniert. Dieses Lagersystem, das könnt ihr dann selbst zusammenbauen. Und ihr seht, diese Redstone-Schaltung ist wirklich sehr kompakt. Und als erstes kommen wir zu den Materialien, die man benötigt. Ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so teuer. Diese Trichter, die man braucht, beziehungsweise die hier sind, die sind nämlich kein Muss. Man braucht eigentlich nur, also beziehungsweise am Anfang muss man sich überlegen, wie breit soll der Generator überhaupt sein. So, in meinem Fall werde ich ihn einfach mal 16 breit bauen. Das ist eine sehr gute Breite, sag ich mal, weil man mit der Crush-Fähigkeit von der Spitzhacke das vollständig abbauen kann, ohne dass man den Block zerstört, der unter dem Wasser ist. Darum werde ich das jetzt einfach mal für die Breite von 16 bauen. Dazu braucht man insgesamt 18 Trichter. Ich habe hier 8 Repeater schon mal vorbereitet, weil ich noch nicht genau wusste, wie viel man braucht und ein bisschen Cleanstone. Das heißt, Repeater muss man sich auch craften, und zwar braucht man genau 16 plus 2, also 18 Repeater, brauche ich noch 10 Stück. Und ein paar Trichter, die sind natürlich auch alternativ. Zuallererst müsst ihr euch überlegen, wo soll eure Output-Kiste hin? Wenn ihr denn eine haben wollt, ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne Trichtern unten bauen. Ich werde meine jetzt einfach nach hier packen und die Trichter nehmen und jetzt abzählen. Ich sage jetzt einfach, okay, von hier aus gehe ich jetzt, also das hier ist dann der Block, wo der Stein hingeschoben wird. Die Kiste ist natürlich nicht unter dem Stein. Und jetzt gehe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ihr seht, das ist jetzt schon ein ziemlich großer Generator. Und jetzt müsst ihr, insgesamt muss diese Reihe 5, also aus den Trichtern, 5 Blöcken lang sein. Danach kommen die Pistons. Also hier schön ausbauen. Immer 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen nach hinten bauen. 1, 2, ich bin ein bisschen zu weit unten. Oben. 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack, zack. Ich hatte eigentlich auch nicht vor, dass ich dieses Tutorial wirklich mache, denn ich fand eigentlich, dass es dazu schon ein sehr gutes Tutorial gab. Allerdings ist das auf Englisch, ich werde das Original hier auch mal verlinken. Dann könnt ihr euch das vielleicht nochmal angucken, wenn ich das hier nicht gut erkläre, obwohl die Funktionsweise eigentlich ziemlich einfach zu verstehen ist. Habt ihr das dann erledigt, würde ich euch empfehlen, erstmal den Rand auszubauen. Ich nehme dazu Holzblöcke, ich würde euch auch empfehlen, Holz oder Werkbänke oder Wolle zu nehmen. Irgendwas, was man mit der Spitzhacke nicht so leicht abbauen kann. Denn wenn ihr später hier den Cleanstone abbauen wollt, wäre es ungünstig, wenn ihr damit die Umrandung des Generators abbaut. Denn dann können die Items zur Seite rausglitschen und das wäre nicht so günstig. Stellt euch vor, ihr verliert einen Immortal Stone hier auf diesem Server, weil ihr versehentlich einen Block abgebaut habt. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Redstone-Part. Und zwar muss hier hinten, hinter die fünfte Reihe Trichter, eine Reihe Sticky Pistons platziert werden. Diese müssen nach oben zeigen. Das ist ganz wichtig, denn das System funktioniert so, dass die Sticky Pistons den Block, der hier sich bildet, den Cleanstone-Block, einen Block nach unten ziehen. Und dieser wird dann von normalen Pistons nach vorne geschoben. Und das ist halt so ein endloser Kreislauf. Deswegen... Ja. Nun platziert ihr hier eine Reihe darunter dann. Okay, diese Holzblöcke hier müssen nicht hin, die machen nur immer zur Schönheit. So, hier müssen jetzt Blöcke hin. Das ist ganz wichtig, 2 Reihen. So. Muss auch nicht schön aussehen. Und hier drauf kommen dann die Repeater und das Redstone, das machen wir aber gleich. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Pistons, die hier nach vorne schieben dann die Blöcke. Die müssen in dieser Position über die Sticky Pistons gebaut werden. Zack, 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 zack.
auch wieder 16 Stück schnell bauen. Dieser Generator ist übrigens erweiterbar, allerdings nur bis 29 Blöcke, denn, das werde ich gleich noch erklären, irgendwann ist das Redzone-Signal vorbei oder nicht lang genug und dann geht das natürlich nicht mehr. So, jetzt crafte ich mir schnell noch ein paar Repeater und zeige euch dann, wie man die platzieren muss. Genau, habt ihr eure Repeater, platziert ihr sie dann hier an diese Sticky Pistons dran, sodass sie praktisch in diese Sticky Pistons reinzeigen. Ihr müsst die auch nicht auf irgendeinen Delay stellen, sondern einfach nur so. Dahinter platziert ihr nun eine Reihe Redstone und über diesem Redstone jetzt eine Reihe Blöcke. Natürlich könnt ihr da auch wieder Holzblöcke nehmen, aber ich nehme keine Ahnung aus welchem Grund, weil ich Lust habe, diese Stone Bricks. Na toll, jetzt mein Redstone alle. Ich habe ja noch genug hier. So, dann platziert ihr hier auf dieser Reihe Blöcke auch wieder eine Reihe Redstone. Und sucht euch nun etwa die Mitte des Generators aus. Allerdings müsst ihr aufpassen, wenn ihr ihn 29 Blöcke breit bauen wollt. Ein Redstone-Signal reicht 15 Blöcke. Das heißt, ihr sagt jetzt, okay, hier ist die Mitte. Das ist Block 1 und dann 14 Blöcke in jede Richtung. 2x14 plus 1 ist 29. Bei mir ist das jetzt egal. Allerdings natürlich bei größeren Größen dann nicht mehr. So, nun platziert ihr hier unten noch einen Repeater hin. Den stellt ihr auf einen Delay. An diesen Repeater einen Block, der so zeigt. Dann verbindet ihr das Redstone auch mit diesem Block. Baut nun hier an diesen Block diagonal dran. Einen weiteren Block, daran einen Trichter. Wieder einen Block dran, einen Comparator, der zu diesem Repeater zeigt. Der Repeater ebenfalls wieder auf keinem Delay. Nun platziert ihr hier zwei Trichter, die ineinander zeigen. Mit Shift und Rechtsklick lässt man sie ineinander zeigen. Das sieht dann so aus. Somit hat man dann einen Clock erschaffen. Das heißt, ein Item, was hier drin ist, würde immer hin und her switchen zwischen diesen Trichtern. Ich nehme es jetzt erstmal wieder raus, denn das wäre ein wenig störend für den nächsten Schritt. Und zwar das Platzieren der Lava und des Wassers. Jetzt müsst ihr hier ein, naja, sag ich mal, Gestell um diese Redstone-Mechaniken, um dieses Redstone-System bauen, damit das später von Wasser und Lava nicht weggeschwemmt wird. Ich mache das immer mit so ein paar Holzstämmen, die ich hier so hochbaue. Ihr könnt natürlich jede beliebige Blöcke nehmen, aber wie gesagt, auch hier gilt, es wäre am günstigsten, irgendetwas zu nehmen, was man mit der Spitzhacke nicht so schnell abbaut. Denn wenn man es später abbaut und die Items dann da rausglitschen können, wäre das ein wenig ungünstig. Dann platziert ihr hier auf diesen Pistons zwei Reihen, beziehungsweise zwei Blöcke hoch, eine weitere Mauer. Die sorgt dann dafür, dass später Lava und Wasser nicht in das System laufen und alles wegschwemmen. Und dann könnt ihr auch schon mit dem Platzieren der Lava und des Wassers anfangen. Das wäre dann, dazu müsst ihr erstmal eine Grundlage bauen, auf der sich die unendliche Wasserquelle bilden kann. Hierzu müsst ihr die Blöcke über den Sticky Pistons und die Blöcke davor nehmen und mit irgendwelchen x-beliebigen Blöcken ausbauen. Und nun ist euch überlassen, was ihr macht. Ihr könnt einerseits hier vorne jetzt mit ganz normal Blöcken abgrenzen. Allerdings finde ich es schöner, Glas zu nehmen. Das heißt, ich besorge mir mal schnell einen Stack Glas bzw. Glasscheiben. Die blaze ich dann hier so davor, dass es damit das Wasser dann später nicht ausläuft. Zack, 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 genau. Und hier kann jetzt schon bereits das Wasser rein. Dazu nehmt ihr euch zwei Wassereimer oder einen Wassereimer und eine unendliche Wasserquelle und erschafft jetzt hier an der Außenseite eine unendliche Wasserquelle, die komplett über den gesamten Generator zeigt. So. So, so, so. Damit wäre das erledigt. Und jetzt könnt ihr auch schon die Lava placen. Dazu baut ihr hier über den Wasserquellen, das ist ganz wichtig, dass die Wasserquellen von oben geschützt sind, nochmal eine Schicht Glas oder Blöcke oder was auch immer ihr hinbauen wollt. Wie gesagt, das spielt in dem Fall keine Rolle. Dann nehmt ihr euch Wassereimer und platziert Lavaeimer und platziert dann alle zwei Blöcke einen Lavaeimer, beziehungsweise ja, 1, 2, Lavaeimer, 1, 2, 1, 2, Lavaeimer, 1, 2, 1, 2, Lavaeimer, 1, 2. Okay, das passt hier hinten auch. Lava kann 3 Blöcke weit fließen, also beziehungsweise auf dem Server fließt es 3 Blöcke weit oder fließt es 4. Lava fließt 4 Blöcke weit. Sorry, um jetzt nichts Falsches zu erzählen. Und damit ist jetzt der Generator schon voll funktionstüchtig.
Jetzt müsst ihr in diese Trichter nur noch ein Item reinlegen, beziehungsweise 1 bis 5 Items reinlegen. Und dann funktioniert der Generator. Jetzt müsst ihr eure Hilfsblöcke, die ihr hier vorne am Anfang gebaut habt, noch abbauen. Und da seht ihr schon die erste Schicht Cleanstone. Und damit wäre dieser Generator auch fertig. Ich zeige jetzt gleich noch ein paar Add-ons, die man dazu bauen kann, aber nicht muss. Aber das war es jetzt ansonsten erstmal von diesem Tutorial. Ich sagte gerade noch ein paar Add-ons, damit meine ich beispielsweise Redstone-Blöcke, das habe ich bei mir gemacht. Das ist sehr praktisch, da kann man direkt Ore-Seeds draufstellen. Und diese werden dann hier in den Cleanstone gleich hinein generiert. Außerdem würde ich euch empfehlen, mit weiteren Glasscheiben oder Blöcken. Aus meiner Erfahrung nach sieht es sehr hübsch aus, wenn man Half-Slabs verwendet. Würde ich diese Lava hier oben zubauen und definitiv irgendwo eine Lichtquelle wie eine Redstone-Lampe oder so etwas einfügen. Denn auf diesen 5 Blöcken Cleanstone, die da entstehen, können am vorderen Block Monster spawnen. Und das ist natürlich eher weniger praktisch. Ganz zum Schluss möchte ich euch jetzt noch das Lagersystem zeigen, wie man das bauen kann. Das heißt, ihr schließt jetzt hier an eure Kiste einen Trichter nach unten an und dieser führt dann zu dem Lagersystem. Das Lagersystem an sich braucht von den Kisten aus gesehen 2 Blöcke nach oben Platz. Das heißt, ihr habt hier eure Kiste und über dieser Kiste werden 2 Blöcke benötigt. Dann platziert ihr da Kisten dran und ihr seht hier, man kann keine Kisten an Kisten platzieren. Dafür gibt es aber einen ganz einfachen Trick und zwar benötigt man dazu Redstone-Kisten bzw. Trap-Chests. Diese muss man sich craften, dazu brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Eisen, genau, das reicht schon. Denn man muss sich Haken craften. Haken bekommt man aus solchen, wie heißen die Teile, Bretter und Sticks, das heißt so. So und so, okay, andersrum, genau, davon crafte ich mir ein paar, jetzt nehme ich hiervon die Hälfte und von meinen Kisten die Hälfte, beziehungsweise sollte eine gerade Anzahl sein, anders wäre es ein wenig sinnlos, ich will ja Doppelchests haben und platziere nun hier meine Trap-Chests und dann immer abwechselnd und so kann ich ein schönes Kistenlager bauen. Jetzt guckt ihr hier auf der Reihe, wo der der Trichter runtergeht, platziert ihr einen ganz hinten in der hintersten Kiste einen Trichter, der in die Kiste rein zeigt und auf allen anderen Kisten ebenfalls. Jetzt platziert ihr hier drauf einen Trichter, der in diesen Trichter zeigt und baut dann ganz viele weitere Trichter zeigend in diesen einen Trichter. Das hat zur Folge, dass nun alle Items, die hier in dieser Kiste landen, nach unten gezogen werden, in diesen Trichter gelangen. Dann der untere Trichter sammelt die Items aus dem oberen Trichter auf, legt sie in die Kiste. Es sei denn, die Kiste und der Trichter sind voll, dann leitet der Trichter hier das weiter in den nächsten und so weiter, so lange bis das Kistenlager voll ist. Und dieses System lässt sich ebenfalls unendlich erweitern. Das war's jetzt auch von meinem Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt mir das doch mal mit einer positiven Bewertung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.